Ja, wir wollen natürlich in der besucherschwachen Zeit, Dezember ist kein so starker Monat, Besucher generieren und auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten. Und deswegen war die Idee, eine Abendveranstaltung mit einem tollen Konzept hier zu entwickeln. Da kam als Partner Christmas Garden für uns recht schnell in Frage. Wir haben es ja letztes Jahr schon einmal gemacht und das war so ein toller Erfolg in einer ganz tollen, entspannten Atmosphäre mit einer tollen Beleuchtung. Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz zum Thema Christmas Garden in der Wilhelma 2019. Christmas Garden erwartet Sie eine ganz einzigartige und tolle Atmosphäre. Wir bringen die Vorweihnachtszeit hier in eines der schönsten Gelände, die wir in Stuttgart haben. Die Wilhelma hat zauberhafte Gebäude, zauberhafte Pflanzen, die wir mit Licht ins richtige Bild setzen in der Dämmerung. Dazu gibt es ein sehr ausgefeiltes Soundkonzept, also klassische Weihnachtslieder, wie man es auch erwarten kann. Die Verpflegung auf dem ganzen Rundgang, wir haben verschiedene Stationen, wir haben Foodtrucks, wir haben Buden. Es gibt genug zu essen und zu trinken überall in einer ganz, ganz breiten Palette. Christmas at the Kew, das ist so der Godfather, sage ich mal, der Christmas Gardens. Kew Gardens ist eine super schöne Parkanlage mitten in London. Die haben das 2012, 13 angefangen zu beleuchten, dann hat man das gesehen, sich überlegt, wie kann man das Konzept bringen. Dann kam die Idee der Deutschen Entertainment AG, das Thema nach Deutschland zu bringen. Im Christmas Garden kommen wir in der Tat eigentlich nur mit den Tieren in Kontakt, die wir als Leuchtinstallation aufbauen. Das sind dieses Jahr deutlich mehr wie im letzten Jahr. Den großen Elefant gibt es wieder, es kommen viele Tiere mit dazu. Ansonsten bewegen wir uns fast ausschließlich im Botanischen Garten. Der hat auch die schönen Gebäude, die Seen, das wir beleuchten können. Wer die Tiere sehen möchte, der muss tagsüber in die Wilhelma gehen. Der Christmas Garden ist mehr für die Herausarbeitung von Park, von Licht, von Gebäuden. Klar, ein Flamingo ist immer hier zu sehen. Die Pelikane sind ganz mit dabei hier am Teich und die stören sich auch nicht an den Besuchern, die freuen sich eher über den Besuch. Also wir haben den Preis entsprechend kalkuliert, hängt natürlich auch zusammen mit den Kosten und dem Aufwand, den man hier betreibt, das ist völlig klar. Aber die Erfahrungen haben letztes Jahr gezeigt, dass die Besucher, dass das, was wir bieten, dem Preis absolut angemessen ist. Das ist ja auch die Reaktion, die wir von den Besuchern bekommen haben. Wir haben so ein gutes Feedback bekommen für eine ganz neue Veranstaltung, das spricht sich rum. Wir haben neue Attraktionen, wir haben ein super Gelände hier. Also alles spricht dafür, dass wir bestimmt das um 20-30% übertreffen könnten, sage ich jetzt mal. Das würde ich mir wünschen, aber da glaube ich, das ist eine realistische.